Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Filmtipp. Diesmal mit praktisch zwei Filmen, aber die gehören halt eigentlich zusammen. Nämlich einen Quentin Tarantino-Film namens Kill Bill Volume 1 und 2. Ja, der erste Teil kam 2003 und geht so 1 Stunde und 52 Minuten. Der zweite Teil kam ein Jahr später, also 2004, und geht dann auch gerade 2 Stunden und 18 Minuten. Und zusammen haben wir dann eine ungefähre Laufzeit von 4 Stunden und 8 Minuten ungefähr. 10 Minuten. Und ja, das ist schon eine nette Laufzeit, sagen wir mal so. Denn wie schon gesagt, dieser Film spielt eigentlich, also diese zwei Filme spielen eigentlich in einem Film, aber für einen Film wären dann 4 Stunden und 10 Minuten doch schon ein bisschen zu lang. Ne? Darum wurde das jetzt in zwei Teilen anscheinend draufgeteilt. Und wie schon gesagt, das ist ein Tarantino-Film und wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die aber keinen Namen bekommt. Immer wenn ihr Name genannt wird, kommt so ein Piepton und sie jagt diesen Bill, wie der Titel ja schon sagt, sie töten möchte. Und auch andere. Im ersten Teil geht es zum Beispiel um jemand anderen als diesen Bill. Und er und auch ein paar andere haben ihr halt sehr stark geschädigt. Auf einer Hochzeit, wo sie auch noch schwanger war, wurde sie angegriffen und dabei hat sie auch noch ihr Baby verloren und so weiter und so fort. Und möchte dann einfach nur ihre Rache bekommen. Dann haben wir natürlich das übliche brutale Ding von Tarantino, kennt man ja. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich Kill Bill einer der schwächeren Tarantino-Filme finde. Ich finde die Story leider nur so okay. Von der Brutalität ist es eigentlich, wenn dann, recht gleich. Aber da die Story so doll ist, denke ich mir dann so, dann gucke ich mir lieber Inglourious Basterds oder so an, wenn ich die Brutalität haben möchte oder Pulp Fiction oder so, als jetzt Kill Bill. Das hat mich sogar ein bisschen leicht enttäuscht irgendwie, weil Kill Bill ist ja auch einer der Filme, die von vielen echt gepusht wird auch, muss man sagen. Aber mich hat dieser Film nicht wirklich bekommen. Also ich fand ihn jetzt nicht so dolle. Für mich ist auch noch stark ausschlaggebend, dass ich Uma Thurman oder wie man das genau ausspricht, nicht gerne mag. Das liegt an Batman und Robin, da sie da als Poison Ivy gespielt hat. Und da das hat mir diese Schauspielerin für mein Leben lang einfach unsympathisch gemacht und blöd gemacht irgendwie, und ich mochte ja, das ist ja auch nicht so gerne in Pulp Fiction, aber da hat sie aber zumindest ja keine Hauptrolle groß gespielt, aber hier, da sie auch noch die Hauptrolle spielt, ist das auch noch ein großer Minuspunkt für mich persönlich an diesem Film. Aber ja, das soweit zu diesem Film, ist für mich leider nur so normal, kriegt trotzdem eine normal starke 7 von 10, also ist nicht unbedingt unterdurchschnittlich, eigentlich eher echt normal, aber auch nicht überragend gut für mich persönlich. Aber das ist jetzt wirklich was Interessantes bei Kill Bill. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet, weil, wie schon gesagt, viele feiern diesen Film ja auch. Und das würde mich echt interessieren, ob da die Mehrheit jetzt irgendwie diesen Film wirklich feiert oder auch so, wie ich finde, irgendwie so, dass der ein bisschen zu übertrieben gepusht wird und eigentlich einer der schlechteren Tarantino-Filme ist. Ja. Das soweit zu diesem Film. Bis zur nächsten Folge oder zu irgendeinem anderen Video und dann ciao.